So. Das. Soll ich das? Der Baum sieht gut aus. Der Stein. Wow. Wow. Was ist das? Was ist das? Schusswaffen? Warte mal. Scheiße. Leute, aufstehen! Hä? Aufstehen! Oh, was? Was? Ich hab Schusswaffen gehört. Bitte nimmt sofort irgendwelche Waffen mit. Okay. Oh mein Gott. Beeilt euch. Ja, okay. Ich frag mich nur, wer Schusswaffen hier hat, überhaupt in der Gegend. Scheiße, sie haben doch jetzt nicht wirklich das Lager entdeckt. Kann sein. Von wo kommen denn die Schüsse? Warte, Michael ist da hinten. Wo? Da hinten am Wald. Oh mein Gott. Scheiße. Okay. Heißt, wir müssen ihm irgendwie... Wie können wir ihm denn helfen? Mit dem Bösen kommen wir nicht so weit. Rausgehen wir rein und setzen mal. Scheiße! Chaser! Ich glaube, wir müssen in den Nahkampf gehen. Kommt mit. Nein, 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 das ist zu gefährlich. Hey, wir müssen ihm von hier oben mit den Bögen helfen. Dann mach du. Das sind sau viele. Pass auf, dass sie mich von hinten nicht überraschen. Verdammte Scheiße, Mann. Oh, fuck, fuck, fuck. So. Michael, alles okay? Wer hast du die Schusswaffen? Oh, danke schön. Ich hab da jetzt reingehen. Komm, das komm hab ich gefunden. Übrigens, wir haben neue Überlebende, wie du schon siehst. Okay. Alles okay? Woher kamen jetzt ganz viele Chaser? Boah, die haben mich selber übelst überrascht, Mann. So. Es war im Wald. Hallo, wir sind die neuen Überlebenden. Ja, hallo, mein Name ist Michael. Hallo, Michael. Hi. Wo kamen die alle her, Alter? Das waren ja sau viele. Das frage ich mich selber. Was hast du da hinten im Wald gemacht, außer Holz zu holen? Ja, ich hab da halt eben Rohstoffe gefunden. Ich wollte sie abbauen und auf einmal war da ein Tunnel nach unten. Diese Buchsteine? Genau. Ich wusste. Verdammt. Was war da? Was hast du da gefunden? Außer diese Schusswaffen? Ja, ich weiß nicht genau, was es ist. Da waren Gänge und ich bin in den ersten Raum gegangen und dann hab ich halt eben diese Waffe gefunden.
Und dann war ich im anderen Raum und da habe ich halt eben Geräusche gehört und ich wusste jetzt nicht, dass es Jaser sind. Ich habe ihn aufgemacht und auf einmal kamen sie. Hm. Oh, verdammt, die waren da also alle drin gefangen, sozusagen. Hatten die Rüstung? Eine Art militärische Ausrüstung? Ja, glaub schon, ja. Das war ein Bunker. Ah, vielleicht könnten wir da auch noch was finden für uns. Ja, aber wir müssen da jetzt auch wirklich aufpassen. Klingt aber gefährlich, wenn da schon so viele waren. Ja. Naja, Chris ist gerade unten bei den Tieren und die Überlebende, das überlebende Mädchen, wir haben auch ein Mädchen. Okay. Und die sind gerade alle unten bei den Tieren. Wir könnten sie holen, dass sie vielleicht hier auf die Basis aufpassen und dann gehen wir alle gemeinsam mal dahin. Wäre wohl das Beste. Ja. Aber okay. Also wir sollten uns auf jeden Fall ausrüsten. Alles klar. Dann lass uns da hingehen. Vielleicht haben wir Chance auf mehrere Schusswaffen und Militärausrüstung, richtige. Oder wir haben Pech und sie überraschen uns. Das wird schon besser sein. Nicht zu dritt, nicht zu viert. Nicht zu zehn, zu 20. Wir kriegen das hin. Ich weiß es nicht. Wir schaffen das. Okay, dann. Dann lass uns vorbereiten. Ja. Okay. Los. Gut, wo geht's lang? Wir müssen in den Wald. Oh Mann. Macht ihr das eigentlich immer so, dass einer von euch hier im Lager bleibt, der andere geht einfach weg? Ja. Damit auch wirklich nichts passiert oder Räuber kommen. Aber das ist doch saugefährlich, wenn einer alleine geht. Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Naja, wir haben es so gemacht, wir müssen, wenn schon stündlich, versuchen, uns irgendwie Kontakt zu schicken. Okay. Wir haben meistens nämlich Leuchtfeuer dabei und das müssen wir in den Himmel schießen. Und weil wir ja den hohen Turm haben, sehen wir das. Ach so. Das ist clever. So, und wo genau ist das jetzt hier? Wir müssen noch ein bisschen weiter. Ich muss gucken. Boah. Das muss jetzt hier irgendwo in der Nähe sein. Hinten ist was. Hinten sind Steine. Ja, hier auch. Ja. Hey, hier führt eine Leiter runter. Ja. Dann war das. Okay. Wer geht vor? Der die Waffe hat. Genau. So, noch schnell geholt. Oh, verdammt. So, okay. Okay. Was ist das hier? Das weiß ich jetzt auch noch nicht genau, aber hier brennt Licht. Wir müssen aufpassen. Okay. Wir wissen echt nicht, ob hier was ist. Okay. Nicht so laut sein, ne? Ja. Okay. Oh mein Gott. Verdammt. Oh, verdammt! Hinter dir! Hilf ihm los! Boah, das war's. Mann. Du hast die Wand kaputt geschossen. Hallo? Was? Hallo? Hallo, ist da wer? Wo bist du? Was? Gott, das war's jetzt, oder? Aber wo kommt die Stimme her? Wer? Hallo? Hinten. Wo? Hinten. Oh, Scheiße! Hey. Ach du Zeug! Oh mein Gott, das ist der schwere Panzer. Ich komm von hinten. Schieß! Alter! Mach mal, Digga, ich tue ihn. Hör, ich bin von hinten. Nein! Achtung! Der ist stark gepanzert. Los! Oh mein Gott, da geht der auf ihn zu! Der ist zu stark gepanzert, man darf nicht selber schon mal. Alter! Mach die Tür auf! Scheiße! Verdammt, Mann! Zurück! Ihr Schild kommt mir nicht an! Scheiße, Mann! Fuck, was machen wir jetzt? Er ist im Seitengang, er kann nur einfach nicht verfolgen, er kann nicht verfolgen! Nein. Scheiße! Hey, Leute! Ich kann nicht!
War das knapp, ey. Mein Gott, was war das? Hallo? Ja, ja, komm raus, komm raus. Boah, was treibt dich denn hierher? Verdammt, wer bist du denn? Wie lange bist du denn schon hier? Oh mein Gott. Ich war in einem Camp. Wir waren nur wenige. Aber wir hatten alles. Bis dann eines Abends Räuber kamen und überfallen hatten. Sie drohten uns zu töten, wenn wir unsere Vorräte rausrücken würden. Aber das war gelogen. Sie haben alle umgebracht. Ich bin einer der wenigen, die überhaupt entkommen konnten. Gerade so noch. Alles ist verwüstet und ich wohne jetzt seit mehreren Wochen hier in diesem Bunker. Und die Vorräte gehen auch langsam so aus. Ich werde hier bald sterben, wenn es so weitergeht. Ja, okay, aber vielleicht könnten wir dich ja erstmal zu uns ins Lager nehmen, wenn hier die Vorräte ausgehen. Und es scheint ja ziemlich gefährlich zu sein. Das würdet ihr tun? Aber natürlich, oder? Hättet ihr damit ein Problem? Nein, also ich nicht. Oh, danke, danke. Kein Problem. Okay, dann hast du hier irgendwie Waffenvorräte, irgendwas? Wir sind nämlich wegen den Waffen hergekommen. Nee, leider nicht. Nur irgendwie ein paar unberechtigt sind nur noch wenige Liter Wasser da. Wollen wir nicht lieber alles nochmal hier durchsuchen? Vielleicht sind hier da trotzdem noch irgendwas. Oder ja, ist jetzt stimmt. Wir sollten erstmal gucken, ob hier irgendwo Waffen sind. Ach, ich gehe hier rein. Wir teilen uns auf. Hier sind sehr viele Räume, Leute. Leute, ich hab Waffen. Du hast, okay. Sehr viele sogar. What the fuck? Hier. Kommt rein. So viele, verdammt. Einmal die untere und die obere. Okay, wo genau? Oh ja, das sind wirklich verdammt viele. Also, das ist, wow. Okay, damit könnten wir eine ganze Weile auskommen, aber wir haben jetzt nicht genug zum Tragen. Wir brauchen Rucksäcke oder irgendwelche kleinen, einen kleinen Wagen oder sowas, wo wir alles aufpacken könnten. Das müssen die doch hier auch noch haben. Ich meine, wenn hier schon Waffen sind. Ja, aber wir müssen gucken. Vielleicht finden wir sowas. Ein Rucksack oder so würde ja schon reichen. Ich würde eher sagen, wir nehmen uns erstmal jetzt jeder eine oder jeder die Waffen mit, falls irgendein Chaser oder sowas noch kommt. Weiß man ja nie. Ja, okay, dann nehmt so viele Waffen mit, wie wir können und dann hauen wir ab von hier. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche in der Nähe sind. Alles klar? Ja. Okay, gut, dann los. So, da vorne ist unser kleines Lager. Beziehungsweise eigentlich ist es ein großes Lager. Macht das Tor auf! Wir haben Verletzten. Oh. Kommt rein. Oh mein Gott, scheiße, Cody, was ist mit deinem Bein los? Und wer ist das? Ist alles in Ordnung? Wart hier? Los, komm, keine Frage. Alter, Kumpel, was ist mit deinem Bein los? Mach den Weg frei, los, wir müssen ihn erstmal reinbringen. Los, alle Türen öffnen, wir müssen hier rein. Oh, okay. Ich hoffe, es geht dir gut. Hey. Hey. Und, wie war's? Wir haben viele Waffen gefunden und hier, wir haben auch einen Überlebenden gefunden dort unten. Noch ein Überlebender? Ja, noch ein Überlebender. Er war zwischen den ganzen Räumen dort. Er ist schon ein paar Wochen dort und ihm gingen die Vorräte aus. Er war mal in einer kleinen Gruppe, aber das können wir ja später alles erzählen. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Wir müssen gucken, ob er irgendwie verletzt ist oder so. Okay, dann bringen wir ihn mal nach unten. Ja, bring ihn mal nach unten. Kümmer dich um ihn. Cody, Mann, was ist mit deinem Bein los? Ist voller Blut, Alter. Was hast du gemacht? Oh, verdammt. Scheiße. Scheiße, wir brauchen Verbandsmaterial. Warte, ich frag mal. Komm mal her. Scheiße. Emanuel. Wie ist das passiert? Hier irgendwie Verbandszeug oder so? Verband, nee. Fuck, dann müssen wir was anderes finden. Ich geh mal ganz kurz ein paar Kräuter holen. Scheiße, Mann, was? Ich verliere eine ganze Menge Blut, Alter. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich spüre gar nicht, dass das tut einfach verdammt weh. Er muss sich hinlegen. Leute, er wird ein bisschen schwindelig. Ich verliere verdammt viel Blut. Komm nach unten. Leg dich jetzt mal ins. Ja, nach unten. Geh nach unten, ich geh nach oben, halt wacher. Ah, verdammt. Okay. Puh, Leute. Mir geht's überhaupt nicht gut. Und leg dein Bein hoch. Ja. Okay, ich verliere verdammt viel Blut, Mann. Wie ist das so, passiert? Leute. Hier ein bisschen Verband, damit die Blutung stoppt. Okay, es fängt an weh zu tun. Es fängt verdammt... Aah!
Was hast du da aufgekippt? Ein paar Kräuter. Oh. Scheiße, das tut brennt. Verdammt weh, Leute. Natürlich, brennt. Gib ein bisschen Wasser. Oh, was? Das brennt, das... Oh. Das Blut muss fließen. Ein Opfer muss gebracht werden. Die Gerechtigkeit wird walten. Ihre Lunge durchtrennen. Das Blut wird das wahre Opfer geben. Über die Seele. Seele wird rein. Und ich werde frei. Oh, du schöne Maid, du Opfer mir bringen wirst und die Klinge dich töten wird. Hey, was machst du da? Was wohl? Ich werde ein Opfer bringen. Nein, das wirst du nicht. Ach, du willst dich... Oh mein Gott, was war das? Was zum Fick war das? Ach du Scheiße! Alter, was war das? Was ist los? Alter, was war denn das? Ich habe einen Schuss gehört. Also, Herr Nehmen, was ist los? Was ist hier los? Ich hab was ist hier passiert? Der Typ, den wir aufgenommen haben. Ja? Er stand mit einem Messer vor ihr, als sie geschlafen hat. Mein Gott! Er hat irgendein... so ein Scheiß gelabert. Irgendwie wie so ein Ritual oder sowas. Kam schon von Anfang an so komisch vor. Was? Und dann, ja, ganz... dann habe ich ihm gesagt, er soll's lassen. Und dann wollte er mit dem Messer auf mich losgehen und ich habe ihn mit der Pistole zweimal in die Brust geschossen. Ja. War die richtige Entscheidung. Ich wäre fast gestorben. Danke. Wir dürfen keinen mehr in unser Lager lassen. Oh, Scheiße. Wir müssen Döller aufpassen. Ja. Verdammt. Wir dürfen niemandem mehr so leicht vertrauen. Okay. Müssen wir auch Menschen fallen lassen. Wir vertrauen niemand mehr und töten jetzt gegebenenfalls auch Überlebenden. Wir müssen sie einfach töten. Alter, ich bin fast gestorben. Sie haben keinen Erbarmen mit uns. Also müssen wir genauso sein, sonst überleben wir das hier nicht mehr. Mittlerweile sind die Chaser nicht mehr unser einziges Problem. Ich glaube, die Bevölkerung sinkt auch immer weiter. Es wird immer schlimmer. Die Bevölkerung wird angenommen auch schon, Chöre. Ab sofort ist jeder unser Feind. Ja, leider. Wir müssen jetzt auf uns aufpassen. Hey, aber ich würde sagen, ihr geht erstmal wieder ins Bett, beruhigt euch. Hier, Emanuel und ich, wir können ja Wache halten dann. Ihr solltet ja erstmal schlafen gehen. Genau, beruhigt euch erstmal und dann sehen wir morgen weiter. Ich werde auch wach bleiben, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Nein, leg dich hin, deine Wunde ist noch nicht verheilt. Wir brauchen eine Wache mehr. Ihr habt doch gesehen, was passiert. Ihr hättet es da oben gar nicht mitbekommen. Wenn ich jetzt nicht wach geworden wäre durch sein scheiß Gefaser und durch die Schmerzen, dann wäre sie jetzt vielleicht tot. Ich bleibe wach. Ich bleib bei ihr. Gut. Ich denke mal nicht, dass sie sonst einschlafen kann. Okay. Gut. Dann okay. Geht wieder nach oben. Aber bitte komm. Leg dich auch neben sie. Komm. Ja. Leg dich wieder schlafen. Okay. Versuch zu schlafen.